Charlotte, reicht folgende Frage ein. Mir sagte jemand, ich solle mich fragen, ob ich eine Anwaltspersönlichkeit sei. Was verstehst du darunter? Ich glaube, dass in jedem Team unterschiedliche Persönlichkeiten vereint sein müssen, damit aus dem Team ein gutes Anwaltsteam wird. Mhm. Jeder ist unterschiedlich und es braucht manchmal die Kombination aus allem, damit daraus was wird am Ende. Und was ein Anwalt wahrscheinlich gut können muss, aus meiner Sicht jedenfalls, ist den Gesamtzusammenhang sehen. Also zu verstehen, was will der Mandant eigentlich wirklich. Mhm. Und das bedeutet, dass man nicht immer nur die Frage beantwortet, wie sie da steht, sondern eben auch sich überlegt, was könnte denn dahinter stehen. Nicht, weil man jetzt einfach mehr Fragen beantworten will, als da stehen, sondern weil man als Anwalt ja in erster Linie Berater ist. So ein bisschen Eisbergmodell, wenn man so will. Man sieht die Spitze als Frage offensichtlich auf dem Papier, aber du musst eben mehr noch mit umfassen. Du musst den Gesamtzusammenhang verstehen und du musst verstehen, wo will der eigentlich hin, sonst kannst du die Frage einfach vielleicht ganz einfach beantworten, dann ist sie weg, aber dann kommt sie wieder. Ja. Und du wirst als Anwalt Berater und wenn du Berater bist, dann ist das nie ein einzelner Aspekt, sondern immer ein Gesamtzusammenhang. Mhm. Ich glaube, das macht einen guten Anwalt aus. Na, interessant. Johann fragt, welche Möglichkeiten zum internationalen Arbeiten gibt es bei euch? Wir haben ein Programm, das heißt Collaboration. Das ist über Collaboration. Das Rückgrat. Nein, es ist ein bisschen eingeschlafen über Corona natürlich. Da war das ein bisschen schwierig mit dem internationalen Austausch. Geht jetzt wieder los. Mhm. Das ermöglicht den Austausch auch an anderen Standorten, insbesondere in UK, anderen EMEA, also auch Mittlerer Osten und europäischen Standorten. Ich habe in meinem Team zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Eine ist jetzt gerade in Irland, die andere in Amsterdam. Es ist tatsächlich bei uns gut möglich, international zu arbeiten. Man muss immer ein bisschen darauf achten, wenn es jetzt nicht so ein Secondment ist, was für einen begrenzten Zeitraum stattfindet, dass es in ein Projekt passt. Mhm. Das kommt immer mal wieder vor, dass ein Projekt es erfordert, dass man an einen anderen Standort geht, wenn man das möchte. Natürlich nur, wenn man das möchte. Mhm. Und das erlaubt dann auch den Austausch zwischen den Standorten. Wenn man dann sagt, okay, mir gefällt PwC Legal, ich bewerbe mich jetzt mal, dann würden uns wahrscheinlich 150 No-Gos fürs Bewerbungsgespräch zusammen einfallen. Formulieren wir das mal andersrum. Hast du einen Tipp, worauf achtest du, was gefällt dir, wenn du Menschen einstellst? Ich hatte einmal so eine Situation, wo jemand ständig Fragen gestellt hat und sie selber beantwortet hat. Okay. Also hat mich gar nicht ausreden lassen. Ne? Das war so eigentlich die einzige unangenehme Situation, die ich je bei einem Bewerbungsgespräch hatte. Ansonsten achtet man eigentlich darauf, passt derjenige zum Team. Wir machen ja viel im Team, ne? Wir machen ja große Projekte. Dadurch ist es das A und O, dass die Leute im Team klarkommen. Ich mache das auch immer so, dass ich mindestens 5, 6, 7 Leute aus dem Team frage, dass sie auch mit dem Kandidaten sprechen, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, passt er zu uns, passt er nicht zu uns. Ja, also gewisse Grundregeln des Umgangs miteinander sollte man mitbringen. Ansonsten, ja, ich glaube, authentisch sein. Authentisch sein, ja. Kontext von Gehaltsentwicklung, Struktur, wie man weiterkommt in der Kanzlei, muss man natürlich auch erstmal in die Kanzlei reinkommen. Und da wüsste Alex gerne, welche Rolle spielt bei der Einstellung die Examensnote wirklich? Wir achten, glaube ich, wie alle größeren Kanzleien auf überdurchschnittliche Examina. Aber am Ende ist das Gesamtpaket ausschlaggebend. Und da kann das eine oder andere soziale Engagement, längere Auslandsaufenthalte, LLM, Promotion, was auch immer, das spielt alles mit rein. Das Gesamtpaket ist das, was wichtig ist. Mhm. Worauf achtest du, möchte Sascha wissen, bei Lebensläufen? Es gibt zwei Sorten von Lebensläufen. Es gibt die Lebensläufe, die sehr gestreamlined sind, die sich sehr darauf vorbereitet haben, zum Beispiel in einer größeren Kanzlei zu arbeiten. Mhm. Das kann man am Lebenslauf erkennen und dagegen ist gar nichts einzuwenden. Ich finde es bewundernswert, ich habe das damals nicht so gemacht. Ich habe zum Beispiel im Gefängnis gearbeitet, weil ich nach der Staatsanwaltschaft wissen wollte, wo man hinkommt. Und das ist sicher kein gestreamlineder Lebenslauf.
Dann gibt es die anderen, die auch mal kleine Brüche haben. Was ich sehr wichtig finde, sind zum Beispiel Auslandsaufenthalte, soziales Engagement. Nicht nur ich, sondern wir finden das sehr wichtig. Das kann auch viel kompensieren, ehrlich gesagt, weil es einfach eine Vielschichtigkeit an Interessen zeigt. Und wie ich gesagt habe, man braucht das Gesamtbild und den Blick aufs Gesamte. Und das kann dann auch helfen, wenn man mal ein bisschen aufs Gesamte geguckt hat in seinem Lebenslauf. Macht es Sinn, in einem Gebiet, in dem ich noch keine besonderen Vorkenntnisse habe, beruflich einzusteigen? Ich würde mal ergänzen und mich überhaupt zu bewerben. Ich glaube, man sollte generell selbstbewusst genug sein, dass man sagt, dass das Grundhandwerkzeug, was ich brauche, das bringe ich mit. Und Spezialkenntnisse kann ich mir aneignen. Insofern, ich ermutige immer alle, dass sie möglichst breit sich aufstellen, neue Sachen auch ausprobieren. Und das ist auch wichtig, ne? Ich meine, unser Job heute sieht komplett anders aus als vor 15 Jahren. Mhm. Das heißt, die Leute müssen überhaupt die Bereitschaft mitbringen, neue Sachen auszuprobieren. Dieser ganze Bereich Legal Managed Services, ne? Das ist relativ neu. Da braucht es ja zum Beispiel Pioniere, die sagen, ich probiere das mal aus und gucke, dass ich diesen Bereich weiterbringe, und dann eröffnen sich ganz neue Chancen. Danke fürs Einschalten, und wenn du wissen möchtest, was Feldhockey und Teamwork gemeinsam haben und wie sich das auf Kanzleien auswirkt, dann schalt auch in der nächsten Folge wieder ein.